Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in der Go Battle League. Letzter offizieller Tag der Meisterliga bzw. auch vom Meisterliga Premier Cup. Und bisher tummeln wir bei 2740. Und beim letzten Mal, also gestern, lief es eigentlich ganz gut. Wir hätten ja durchaus nochmal 40 Punkte mehr holen können, aber weiter geht's. Gestern gab es insgesamt dann 90. Das letzte Set war dann 2-3, glaube ich, was ich offscreen gespielt habe. Off-cam, sorry. Und ich glaube, bis ich Rang 10 erreichen, falls ich das überhaupt erreichen sollte, werde ich weiterhin in der Meisterliga, im Premier Cup genauer gesagt, meine Zeit verbringen. Falls ich vielleicht frühzeitig, wie durch ein Wunder, Rang 10 erreichen sollte, können wir vielleicht auch mal wieder in die anderen Ränge reinschauen, weil Rang 10 bleibt dann ja, das kannst du dann ja nicht mehr verlieren. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, vielen lieben Dank für den ganzen krassen Support von euch, die letzten Videos. Das ist super krass, wie die Videos mittlerweile bei euch ankommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Falls ihr irgendwie Feedback habt oder sowas in der Art, könnt ihr mir das natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Und da kommt ein Togekiss des Gegners. Wir wechseln natürlich direkt raus auf Meta raus und können hier einmal komplett runterfahren. Einmal schilden, ansonsten komplett runterfahren. Und dann sollte das passen. Wobei, vielleicht nicht komplett. So, einmal. Mal gucken, ob mein Gegner jetzt schilden wird. Dann haben wir immer ein Schild des Gegners genutzt. Das wäre ja auch ganz nett. Und zwingen so unseren Gegner hier einmal zu schilden. Ah, nevermind. Mein Gegner schildert nicht. Perfekt. Das heißt, wir haben das Togekiss jetzt hier rausgeholt. Wir haben Energievorteil. Und ja, da kommt nochmal ein Dragoran. Da können wir auch erstmal direkt den Sternhieb abfeuern. Die Frage ist dann halt, ob ich mein Metagross schilden würde. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich mein Metagross jetzt einfach zugrunde gehen lassen. Denn ich vermute, dass das letzte Pokémon meines Gegners eine... Was könnte das letzte Pokémon des Gegners sein? Ich weiß es nicht. Aber ich will meine Schilde tatsächlich auch bewahren. Für Knackrack und für Togekiss in dem Fall. So, wir drücken nochmal Sternhieb in der Situation. Mal gucken, was der Sternhieb jetzt hier anrichten wird. Der muss jetzt eigentlich weiteren Schild holen. Ansonsten war es das jetzt hier mit Dragoran. Ne, war noch nicht ganz, aber fast. Okay, mein Gegner haut nochmal einen Angriff raus. Wir schilden selbstverständlich nicht. Und dann kann ich in auf Togekiss gehen. Togekiss kriegt dann nochmal einen Angriff raus. Ich sollte dann den Wechselbutton direkt auf Knackrack haben, für den Fall, dass da nochmal ein Metagross oder so kommt. Und was ist das letzte Pokémon des Gegners? Es ist Magnesone. Okay. Dann kann ich hier auf Knackrack gehen und dein Gegner sollte... Ja, der kann eigentlich schon aufgeben. Ich denke nicht, dass mein Gegner das hier in irgendeiner Form gewinnen wird. Knackrack hinter zwei Schilden gegen einen Magnesone. Das wird nichts. Streng genommen hätte ich hier auch einfach komplett runterfahren können, aber wir müssen einmal Sandgrab nutzen. Ich weiß auch gar nicht, warum mein Gegner hier noch drin bleibt. Ich könnte jetzt natürlich nicht schilden, für den ultimativen Disrespect. Ich schilde aber in der Situation und ja. Jetzt können wir hier schön mit der Lehmschelle runterfahren. Mein Gegner greift weiterhin an. Ich meine, ich kann es einerseits verstehen. Mein Gegner hofft halt vielleicht, dass ich einen Disconnect habe. Und ganz interessanterweise ist es so, als wenn ich jetzt wirklich einen Disconnect hätte, dass ich wahrscheinlich sogar noch verlieren würde. Deswegen macht mein Gegner das eigentlich schon richtig. Ich würde eigentlich selbst in so einer Situation nochmal ausspielen. Man weiß ja nie, ob der Gegner irgendwie Verbindungsprobleme hat und rausfliegt. Das muss man dann natürlich immer nochmal mit einberechnen, sage ich mal. Naja. Erster Kampf heute lief ja ganz gut. La Cobra Oficial. Wahrscheinlich irgendein, ja, Pokémon Go-Spieler aus Südamerika, würde ich sagen. Oder auch Spanien. Und, ja, mal gucken, was hier passieren wird, groß. Dragoran Führung. Und zwar ein Shiny. Sehr cool. Das ist ziemlich gut, weil jetzt kann ich direkt auf den Metagross-Switch auf meinen Knackrack gehen. Und Knackrack farmt hier einmal komplett runter. Einmal Sandgrab und dann direkt danach nochmal Sandgrab. Ich würde natürlich auch meinen Knackrack komplett schilden. Hallo? Okay, 10 MP gewonnen. Regel Nummer 1, Leute. Nie aufhören zu tippen. Okay. Den habe ich nochmal durchbekommen. Ich muss tatsächlich meinen Knackrack eigentlich schilden, ne? Ich sollte zumindest meinen Knackrack schilden. So, das Problem ist, wenn jetzt Dragoran kommt, fahrt er mich runter und dann haben wir hier die Situation. Dragoran gegen Knackrack. Vielleicht würde ich jetzt direkt instant auf meinen Togekiss rausgehen. Mal gucken. Wenn ich wechseln kann. Ich kann wechseln. Ich gehe auch direkt auf Togekiss raus.
So, wenn jetzt ein Magnesone kommt. Ja, das ist in Ordnung. Denn für Magnesone brauche ich halt tatsächlich mein Knackrack. Deswegen bin ich hier auch drin geblieben. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ganz komisch aussehen, aber für mich persönlich lohnt sich das hier gerade. Denn ich brauche mein Knackrack, wie gesagt, für Magnesone. So, Stromstoß. Umso besser. Warten wir mal auf die Wechseluhr. Weil jetzt kann ich Knackrack reinholen. Knackrack kann dann hier nochmal schön Schaden mit der Lehmschelle verursachen. Und gegen die letzten Pokémon habe ich dann mein Metagross. Das wird jetzt wahrscheinlich eine Spiegelsalbe sein. Die lassen wir aber durchgehen. Eine Spiegelsalbe zu schildern bringt es hier jetzt nicht wirklich. Ich hoffe, ich kriege nicht den Angriffsdrop. Perfekt. So, mal gucken, ob wir jetzt noch ein Schild des Gegners ziehen können. Schauen wir mal. Natürlich ganz cool. Sehr schön. Und Dragoran. Jetzt haben wir Dragoran gegen Metagross. Das Dragoran hat ein bisschen Energie, das heißt, eventuell müsste ich hier einmal schilden. Man könnte jetzt natürlich meinen, das sieht ganz gut aus. Und ich muss zustimmen, das sieht auch durchaus gut aus. Scheiße. Aber jetzt kann mein Gegner einen Hurricane aufladen. Ich war am Überlegen, hier eventuell nicht einen rauszuhauen. Oh, das könnte ich jetzt noch verlieren. Das könnte ich jetzt tatsächlich noch verlieren, liebe Freunde. Ich war am Überlegen, hier nicht zu schilden. Ja, ich hätte hier nicht schilden dürfen, weil jetzt kann mein Gegner einen Hurricane aufladen. Oder ein Draco-Meteor. Ein Draco-Meteor nimmt mich sicher raus, ein Hurricane nicht. Gucken wir mal, ob das ein Draco ist. Ich glaube, es ist ein Draco. Ja, und der nimmt mich hier relativ sicher raus. Ja, mein Fehler war es hier, den ersten direkt zu schilden. Das war mein Fehler. Ich hätte mir den durchaus bewahren müssen. Denn sobald mein Gegner Draco... Also Hurricane hätte mich nicht besiegt, ja. Aber so, ja, die Niederlage geht auf mich. Ich hätte nicht schilden dürfen. Ich hätte mir den Schild aufbewahren sollen. Denn, ja, doch. Ich hätte mir den Schild aufbewahren müssen. Denn wenn mein Gegner auf Draco Meteor geht, verringert er seinen Angriff. Und dann hätte ich im Nachfolgenden trotzdem sehr wenig Schaden genommen. Ja, das war, wie gesagt, von mir nicht so gut. So, Relaxo. Okidoki. Gehen natürlich hier instant auf den Wutanfall. Entweder wir kommen Schild oder das war's. Und meistens schilden die halt tatsächlich hier nicht. Genauso wie mein Gegner. Perfekt. So, und ich werde hier tatsächlich selber nicht schilden. Okay. Ich muss mir aber definitiv trotzdem den Wechselvorteil holen. So, und ich sollte mir eventuell keine Schilde investieren. Das ist auch recht wichtig. Ich sollte möglichst keine Schilde investieren, weil ich die für ein mögliches Metagross hinten bräuchte. So. Aber Wechselvorteil plus Schildvorteil, das wäre schon ziemlich lecker. So, gehen wir mal hier auf Sandgrab. Mal schauen, ob ich das bereuen werde. Hoffentlich nicht. Aber hier vielleicht nochmal ein Schild zu bekommen, das wäre natürlich ganz geil. Ah, leider nicht. Ah, ein Body Slam, den sollte ich eigentlich überleben. Ein Body Slam sollte ich überleben, oder? Das ist Knackrack. Scheiße, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Oh, das war schlecht. Ich hätte einfach auf den Wutanfall gehen sollen. Da hätte ich zumindest den Wechselvorteil. Weil jetzt kommt Metagross. Ach Leute, was ist denn hier los? Das ist echt nicht gut von mir gespielt. Das ist wirklich nicht gut von mir gespielt. Das ist richtig, richtig schlecht von mir gespielt. Verdammt. Ah, das kann ich eigentlich auch schon wieder aufgeben. Verdammt. Verdammt. Da kann ich eigentlich direkt wieder ausgeben. Nee, das kann ich aufgeben. Da sollte ich gar nicht erst probieren, irgendwas zu machen. Na, das kann ich aufgeben. Das bringt mir hier überhaupt nichts. Ich krieg hier noch einen... Wobei... In welcher Welt komme ich auf zwei Flammenwürfe? Na. Mein Gegner macht das hier auch gut. Ich kann hier direkt rausgehen. Das war... wow. Wieder die perfekte Demonstration, warum es nicht das Wichtigste ist, die Führung zu gewinnen. Im ersten Game hat es wunderbar funktioniert. Das zweite und das dritte Spiel Führung gewonnen. Trotzdem kassiert. Das hätte jetzt eigentlich ein sicheres 3-0 sein müssen. Ja, war aber ziemlich schlecht von mir gespielt, tatsächlich. Deswegen geht es natürlich auch immer wieder um den guten alten bekannten In-Game-Skill.
Jetzt muss ich theoretisch nur einmal die Führung verlieren und dann war es das wieder mit der guten Session. Das, ihr seht's, wieder ein Dragoran. Das hätte hier so ein gutes 5-0 oder so werden können. Verdammt ärgerlich. Verdammt ärgerlich. So, Regel Nummer 1. Einmal schön. Ich brauche Knackrack, falls es wieder Doppelstahl ist. Und das spielen die meisten Leute aktuell. So, Sandgrab. Jetzt haben wir Sandgrab aufgeladen. Vielleicht kriege ich hier nochmal ein Schild des Gegners. Wäre natürlich richtig gut. Okay, sehr gut. Deswegen, selbst mit Knackrack immer mal wieder anködern. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich mit Knackrack auch einfach immer mal wieder ein bisschen was anzuködern. Ein Erdbeben zum Beispiel. So. Ja, so blöd das auch ist, aber ich muss hier schilden. Ich guck mal, dass ich eventuell hier runterfarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das war knapp, aber es hat funktioniert. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Ich sehe Drache, ich drücke direkt auf Wutanfall. Perfekt. Und danach wechsle ich direkt einmal rüber. Und auch Togekiss. Und dann ködere ich das Magnesone raus. Okay. Ja, tatsächlich. Genau das gute, alte, bekannte Team um Doppelstahl. So, gucken, ob das ein Stromstoß ist. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Stromstoß wäre lit, weil ich habe mir zusätzliche Energie geholt, wie gesagt, mit Knackrack. Und kann dann hier einmal Sandgraben nutzen. Ah, ich hätte aber die Wechsel abwarten müssen. Das war schlecht. Ich hätte die Wechsel abwarten müssen, weil jetzt kann mein Gegner mich runterfarben. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Da habe ich wieder zu schnell gespielt, seht ihr? Das sind so Dinge, die das Spiel entscheiden können. Ich glaube, dass ich zwar nicht hätte rauswechseln können, aber das war trotzdem nicht so geil. So. Das wird wahrscheinlich ein Draco oder ein Hurricane sein. Aber ich denke, das ist sogar ein Hurricane. Also der Orkan. Aber ich sollte jetzt hier hoffentlich mit dem Sternhieb und vielleicht ein, zwei weiteren Patronenhieben dieses Dragoran rausnehmen. Gucken wir mal. Okay, wunderbar. Ach Mann, Leute, es hätte ein 4-0 sein können. Jetzt ist es ein 2-2 und ich laufe Gefahr, wieder Punkte zu verlieren mit einem 2-3 natürlich, ne? Das wäre nicht so geil. Aber da sieht man halt den Kontrast, wirklich. Einmal sehr, sehr gut gespielt und einmal sehr schlecht gespielt. Aber zumindest weiß ich, wie gesagt, wie ich gegen Doppelstahl spiele. Es gibt auch ein paar Leute, die holen gegen Doppelstahl Mass Magnesone direkt rein. Die kannst du dann richtig schön bestrafen. Okay, Gyarados. Das ist gut. Denn das Gyarados will ich nicht hinten sehen. Und sobald ich Gyarados jetzt schon rausnehme, oder relativ früh rausnehme, wäre das richtig gut. Weil Gyarados ist halt gegen mein Lineup extrem stark. So, das ist noch keine Hydropumpe. Das ist wahrscheinlich jetzt Doppel-Nassschweif. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Nassschweif. Was voll okay ist, selbstverständlich. Und vielleicht warte ich hier einmal ab, dass mein Gegner mich noch ein bisschen runterfarmt. Damit, falls ein Metagross kommt, dass das nicht zu viel runterfarmen kann. Es ist Magnesone. Das geht ja noch fit. Okay. Gyarados. Kann ich hier einmal auf dich gehen? Das wird wahrscheinlich eine Spiegelsalbe sein. Ja, gucken wir mal. Wechselding ist oben und mein Gegner hat keine Lust mehr. Okay. Wunderbar. Ja, das war jetzt aber auch sehr einfach, weil wir eigentlich in diesem Set alle Führungen gewonnen haben, aber trotzdem nur 3-2 gegangen sind. Das ist insofern ärgerlich, weil das wieder, wie gesagt, verschenkte Punkte sind, wie ich so schön sage. Das hätten jetzt, keine Ahnung, Geronimats. Oh, 37. Ich glaube, das ist relativ gut mit 37. Normalerweise gehen die so teilweise bis 803 und so runter. Das könnte recht gut sein. Ich habe noch kein gutes Geronimats. Ich glaube, das ist jetzt das Beste, was ich habe.
Noch habe ich es ja nicht. Aber es wäre das Beste, was ich hätte. So. Das Ding ist, es hätte jetzt ein 5-0 sein können. Und das ist das, was mich halt echt frustriert. Das einmal gegen dieses Shiny Dragoran und einmal habe ich es falsch gespielt gegen, was war's? Gegen irgendwas habe ich noch echt kacke gespielt. Ah, so gut ist es gar nicht. Das Traurige ist, es ist halt trotzdem mein Bestes bisher. Ja. So, wie viele Punkte sind es? 20? Jo. Viel zu wenig. 16. 16 Punkte. Ich hätte mit 20 gerechnet. Das hätten, wie gesagt, 80 oder so sein können. Ah, wollen wir uns nicht beschweren. Hauptsache keine Minuspunkte, ne? Und wir gehen dann direkt nochmal ins nächste Set rein. Mal gucken, wie es jetzt ablaufen wird. Ist halt, wie gesagt, trotzdem blöd. Hätten schöne, gute, viele Punkte sein können. Ja, noch wichtiger. Aber jetzt waren es leider nicht ganz so viele. Leider. Aber hey, Doppelstahl, dagegen spiele ich sehr gerne. Ne? Doppelstahl kann man gut gegen spielen, muss ich gestehen. Da muss ich mir nur meinen Knackrack im besten Fall aufbewahren. Zum Schluss für das Magnesone. Und dann geht das eigentlich fit. So, Togekiss gegen Machomai. Sehr schön. Eine weitere gewonnene Führung. Das lobe ich mir. Und Relaxo. Eigentlich sollte ich das wirklich so spielen, dass ich jetzt ein paar Charme raushaue und dann wechsle ich rüber auf meinen Knackrack. Ich glaube, das ist eher der Play, wenn ich ehrlich bin. Es könnte tatsächlich ein Wutanfall sein. Jetzt haben wir nur einen Body Slam. Ich glaube, gegen Relaxo sollte ich das öfter so machen, weil jetzt kommen zwei Body Slam. Aber ich kann jetzt theoretisch einen Body Slam raushauen. Nicht einen Body Slam, Wutanfall. Wir overfarmen ein bisschen für den Fall, dass er nicht schildet. So, und jetzt hauen wir einen Wutanfall raus. Der sollte besiegen, wenn mein Gegner nicht schildet. Schauen wir mal, ob da jetzt ein Schild reinkommt oder nicht. So, okay. Immer ein Schild schon mal rausbekommen. Ist ja auch ganz gut. Und ich bin hier am Überlegen, tatsächlich jetzt gerade auch nochmal zu schilden. Weil ich kann es mir ja gerade erlauben. Oh, Kraftkoloss sogar. Umso besser. Das heißt, ich muss, da kann mir hier nochmal zusätzliche Energie holen. Wupp, 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 wupp. Okay. Und Togekiss. Machen wir mal nicht. Komme ich noch zum Wutanfall? Jawohl. Das heißt, ich kann hier auch nochmal einen Wutanfall abfeuern. Wie gesagt, entweder ich kriege ein Schild oder das war's. Ah, nicht ganz, aber hey, immerhin. Und jetzt kann ich streng genommen mit meinem Metagross runterfarben. Ja, jetzt kann ich streng genommen mit meinem Metagross runterfarben. Ja. Steinhagel? Okay. Und es kommt das Metagross des Gegners. So, ich hau hier direkt ein Erdbeben raus. Mal schauen, was geht. Was geht? Lohnt es sich hier zu schilden? Ich meine, ja, doch, eigentlich schon. Wegen dem Flammenwurf. Ich wusste gar nicht, dass... Stimmt, ich habe mir ja bei Relaxo so viel Energie geholt. Das ist knapp, aber ich komme hier noch zum Flammenwurf. Ja, und jetzt kann ich einfach das Machomai runtercharmen. Sehr schön! Togekiss, doing work! Sehr gut. Also Togekiss vorne bisher sehr, 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 sehr gut gewesen. Kann man nicht anders sagen. So, das Ding ist, was mache ich gegen Metagross und Magnezone-Führungen? Gegen Metagross würde ich tatsächlich in mein eigenes gehen. Und gegen Magnezone würde ich wahrscheinlich auch in Metagross gehen. Weil es gibt da diese eine Regel Nummer 1. Man wechselt nie in die Hardkonter, okay? So, wie ist denn das Matchup gegen Hippoteros? Hippoteros sollte das doch gewinnen, oder? Weil der kann Body Slam und so einen Scheiß spammen. Okay. Schilden wir mal einmal den Body Slam.
So, das besiegt mich jetzt ganz knapp. Nicht, denke ich. Ja, und ich kann einen Klammwurf raushauen. Vielleicht kriege ich jetzt auch nochmal ein Schild des Gegners. Hypoteros, was ist denn noch dann im Team des Gegners? Oh, mein Gegner schildert nicht, okay. Und Relaxo. Okay, Relaxo. Interesting. Ah, wie spielt man das gegen Relaxo? Hypoteros, Relaxo, Metagross? Geh mal auf mein eigenes Metagross. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So, einmal den Sternenhieb. Da wird jetzt ein Schild reinkommen. Es könnte ein Erdbeben sein, aber ganz ehrlich, er hat einen Hypoteros. Ich glaube nicht, dass das ein Erdbeben ist. Es wird keinen Sinn ergeben. Body Slam, sehr schön. Das ist wahrscheinlich dann Kraftkoloss. So, ich habe schon einmal eingeloggt. Ich habe einmal eingeloggt. Ich schilde nicht, weil ich sollte den Kraftkoloss knapp überleben. Stattdessen haue ich hier nochmal einen Sternenhieb raus. Okay. Mal gucken, wenn da ein Schild kommt, direkt wechseln. Oh, kommt kein Schild? Dagoran. Ja, das ist blöd. Da muss ich jetzt nämlich schilden. Baiten einmal. Ja, das ist jetzt leider ein Rätselraten. Ich muss hoffen, dass mein Gegner jetzt hier ein Schild raushaut. Wenn mein Gegner kein Schild raushaut, verliere ich. Puh, okay. Das heißt, ich kann noch gewinnen. Ich muss jetzt nur an den Wutanfall kommen. Okay, ich habe noch eine Lebensstelle durchbekommen. Sollten noch keine zwei Drachenklauen sein. Let's go, let's go, let's go! Nein! How is this possible? How? Okay, das heißt, ich verliere das hier ganz knapp. Wie konnte denn das... Wie konnte das denn möglich sein? Das... Oh mein Lord! How? Ja, hätte ich das gewusst, Leute, dass mein Gegner Dragoran als letztes hatte und nicht Metagross, hätte ich hier selbstverständlich gegen Relaxo meinen Knacker reingeholt. Aber ich ging halt eher von Metagross aus. Schade, 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 wirklich. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Ja gut, machst du nichts. Hypoteros, merken wir uns, die Führung ist nicht ganz so geil zu spielen. Ja, für Togekiss, da werden wir nämlich runtergefahren von den Eiszähnen. So, Zoompax. So, die letzten beiden Male wurde ich von Zoompax aufs Ohr genommen. Aufs Ohr genommen. Und die haben hier nicht Schlammburge geladen. Die letzten beiden Male. Wird es jetzt dieses Mal der Fall sein, wo eine, ja, ich wollte es gerade sagen, Schlammburge kommt? Nein, okay. Es kommt aber direkt noch eine Aquaubitze. Was kein Problem ist. Die nehmen wir nämlich auch. Und Antikraft, so. Will die Führung gewinnen, wie gesagt. Ich will die Führung hier gewinnen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Oh nein. Hätte ich echt auf Flammenwurf gehen sollen. Ja, das ist blöd. Oh Mann, warum geschehen mir denn so viele Fehler? Let's go, mein Boss. Zwei Sternenhiebe. Okay. Immerhin. Dragoran, okay. Oh fuck, das letzte Pokémon ist ein Togekiss. Das letzte Pokémon des Gegners ist ein Togekiss. Ja, das letzte Pokémon des Gegners ist ein Togekiss. Der hat sich jetzt hier ganz viel Energie geholt, der Gegner. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist mit Metagross dieses Togekiss komplett runterfahren. Okay. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist dieses Togekiss hier komplett runterfahren.
Ich hoffe, mein Gegner macht hier einen Fehler. Ich glaube, mein Gegner macht hier sogar einen Fehler. Was ganz gut ist. Jetzt kann ich hier streng genommen mit einem Wutanfall vielleicht sogar das Ding rausnehmen. Dann habe ich Dragoran gegen Metagross. Perfekt. Das lief ja eigentlich sogar noch ganz gut. Jetzt habe ich, wie gesagt, das Problem Dragoran gegen... Metagross. Der hat Energie bis zum geht nicht mehr, mein Gegner. Der hat Energie bis zum geht nicht mehr. Ja, ich muss hoffen, dass ich noch irgendwie einen Sternhieb aufgeladen bekomme. Das wird extrem knapp. Ich weiß es nicht. Mein Gegner wird höchstwahrscheinlich zu zwei Drachenklauen kommen. Das sieht nach zwei Drachenklauen aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Gegner jetzt nicht noch eine aufgeladen bekommt, bevor ich zum Sternhieb komme. Aber das hätte ich hier in der Situation verdient. Ja. Unfassbar. Oh, Mann! Ist das nervig! Und das nur... Ah, das ist das Ziel des Gegners, was er benutzt. Das ist geschenkt gegen mich. Das ist geschenkt. Wirklich. Ich muss nur die Führung gewinnen. Oder ein Schild holen am Anfang. Ach, Mann. Warum gehe ich denn auf die Antikraft, Mann? Wir wären jetzt irgendwo bei 2900, wirklich. Wenn ich diese Punkte geholt hätte. Und jetzt gibt es eine Metagross-Führung. Jetzt gibt es richtig aufs Maul. Ach, fucking hell, wirklich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin halt traurig, ne? Ich bin halt leider traurig. Das hört man ja raus. Das hört man hier leider raus. Ich meine, klar, irgendwann muss man eine schlechte Führung kommen, aber... Also im besten Fall kann ich mich mit einem Sieg gleich nochmal auf 2-3 kämpfen. Und dann schauen wir weiter. Ach, Mann. Okay, immerhin hat mein Gegner ein Schild raus. Das Togekiss farmt jetzt runter. Wechsel auf Knackrack. Ja, das ist der Plan. Ach, Mann. Leute. Nehmt sie nicht übel, aber ich bin da selbstverständlich verärgert über mich selbst, ne? Ich bin da verärgert über mich selbst. Extrem verärgert über mich selbst. Es waren heute so viele Spiele, die geschenkt waren, wirklich. Die hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Es waren so viele Spiele, die eigentlich geschenkt waren. Die hätte ich gewinnen müssen. Mein Gegner denkt sich ganz nebenbei auch, ich spiele ein Team, was komplett gegen Magnesone hinten zerstört wird. Ja, kein Problem, Brudi. Kein Problem, ist okay. Leider habe ich kein Magnesone. Oh, Mann. Und jetzt steht's 1-3. Im schlimmsten Fall gibt's satte Minuspunkte mit einer weiteren Niederlage. Im besten Fall bewegen wir uns gleich wieder auf die 40 zu. Genau, wo wir angefangen haben, aber zwei Sets sind weg. Tja, aber hätte das erste Set wunderbar ein 5-0 werden können. Und dieses Set ein 2-2 Minimum? Naja. Immerhin gibt es nochmal einen Dragoran am Ende. Okay. Da bleibe ich hier drin. Denn Gyarados ist ja das größere Problem für mein Team tatsächlich. Deswegen cool, dass mein Gegner das hier rausgehauen hat. Ich würde hier tatsächlich einmal schilden.
Sieht nach Verschwendung aus, aber an sich ist es schon ganz gut. Ich möchte nämlich nicht hier die Führung, wie gesagt, verlieren. Und wenn mein Gegner hier einen Garados reinholt und nicht irgendwas anderes, dann, keine Ahnung. Ist das schon mal ganz gut. Na, jetzt nochmal zu schilden ist nicht so geil. Weil, wie gesagt, ich sollte mir hier die Führung holen können. Okay, Gleichstand. Dann warten wir mal ab. Dragoran, Metagross. Dachte ich mir. Dachte ich mir, das war so klar. Das war so klar, der spielt dieses ratzige Kackteam. Okay. Ich gehe auf den Sternhieb. Den Sternhieb reicht in der Regel hier. Der Gegner hat auch noch keine Feuer-Odem rausgehauen. Okay, perfekt. Riskiere ich es. Es war eigentlich so klar. Es war eigentlich so klar. Okay, das wird ein zweiter Sternhieb sein. Interesting. Und Dragoran? Nein, okay. Komisch. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist... Okay, ich krieg noch einen Sternhieb raus. Wunderbar. Dann einmal rüber auf Knackrack. Das sollte nur eine Drachenklaue sein. Das sollte nur eine Drachenklaue sein. Und dann ist halt die Frage, erreicht mein Gegner die Drachenklaue bevor... die zweite Drachenklaue vor mir? Ich hab's verkackt, Leute. Ich hab's komplett verkackt. Ich hätte direkt rauswechseln müssen. Ich hätte direkt rauswechseln müssen, dann gewinne ich das hier wieder. Ich hätte direkt auf Dragoran rauswechseln müssen, so schnell es geht. Ich hatte nur Angst, dass ich das nicht schaffe. Und jetzt verliere ich das. Und es geht allzu viel. Wie viel haben wir erreicht? Boah, lächerlich, Alter. Holy moly. So viele Minuspunkte wieder. Unfassbar. Unfucking fassbar. Egal, Freunde. So viele Führungen gewonnen. Trotzdem nichts gerissen. Ärgerlich, aber hey, passiert. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Rigi. Und ich gehe jetzt erstmal weinen.